Das Finale der vierjährigen Serie wird Ihnen präsentiert von trotto.de. Heute steht das Finale zur vierjährigen Serie auf dem Programm. Wir hatten über das Jahr hin viele Läufe im Bereich für vierjährige Pferde und heute haben wir das Finale. Es sind zwar nur 6 Pferde, aber ein interessantes Starterfeld ist zusammengekommen mit Charlotte Newport, Michael Nimczyk, wahrscheinlich die Gemeinten oder doch Voyage d'Amour mit Mike Lenders. Das werden wir gleich herausfinden. Die Anzahl der Starter wird Traber-Fans bei diesem Finale eventuell ein kleiner Dorn im Auge gewesen sein. An der hier vertretenen sportlichen Qualität gab es jedoch nichts zu meckern. Die erfolgreiche Voyage d'Amour führt das Starterfeld unter der Führung von Mike Lenders als Favoritin an. Ja, also das Rennen ist sehr ausgeglichen besetzt. Es sind sehr viele chancenreiche Pferde. Eigentlich fast alle Pferde haben eine Chance in dem Rennen. Und die Entscheidung, wer im Ziel vorne ist, wird hier auch besonders durch den Rennverlauf bestimmt. Den will unter anderem eher mitbestimmen Mariendorfs Goldhelm Michael Nimczyk mit Stute Charlotte Newport. Ja, heute wird es wieder spannend. Wir werden natürlich versuchen, aus dem Band sehr gut wegzukommen. Und dann werden wir sehen, wer nach vorne kommt. Und ich denke, ein bisschen entscheidet der Rennverlauf. Ich sehe alle sehr, sehr gutes Pferd in dieses Rennen und alles kann passieren. Ich kann gewinnen, ich kann bleiben Fünfter und er geht gut auch. Das ist schwer zu sagen. Vierjährigen Seriefinale ist gestartet und wer ist am besten in die Partie gekommen? Charlotte Newport und Voyage d'Amour. So, jetzt hat es fast eine halbe Runde gedauert, aber Charlotte Newport hat das Kommando vor Voyage d'Amour und jetzt wird das Tempo wahrscheinlich gedrosselt, aber Mike Lenders will sofort wieder die Spitze haben dort mit Voyage d'Amour und bekommt sie auch 12-5. Die Zwischenzeit mit d'Amour ist vorne, außen jetzt Kentucky Bo, Pelle Barroso in der Bahnmitte, vorne Voyage d'Amour mit Pelle Barroso an der Außenseite fliegt heran hier Kentucky Bo, Pelle Barroso, Voyage d'Amour an der Innenseite, Voyage d'Amour und Pelle Barroso, Voyage d'Amour gewinnt vor Pelle Barroso und dahinter war es Kentucky Bo vor. Ja, nachdem sie gut aus dem Band rausgekommen war, habe ich versucht, die Grundstelligkeit halt auszuspielen und das Rennen selber zu bestimmen und wollte eben die Führung verteidigen. Und nach dem Wechsel mit Charlotte Newport, mit Michael Nimczyk, war sie dann ja am Ziel auch wieder vorne und hat ihr Rennen denn da aus eigener Kraft nach Hause gelaufen. Ein angemessenes Finale für eine sportlich überaus starke Serie. Sportlich geht es am 21. September in Mariendorf weiter. Ja, die Breeders' Crown findet statt vom 21.09. bis 23.09. zusammen mit dem Street Food Festival. Was ist die Breeders' Crown? Die Breeders' Crown ist die Züchterkrone, meine Damen und Herren. Und da treten gleichaltrige Pferde gegeneinander an. Wir haben einen 2-jährigen Jahrgang, 3-jährige, 4-jährige und ältere. Also da ist viel Spannung, meine Damen und Herren. 3 Euro Eintritt, Kinder bis 18 sind frei. Und natürlich ist auch Hauptstadtsport TV für alle wieder mit dabei. Das Finale der vierjährigen Serie wurde Ihnen präsentiert von trotto.de.